Ja, bei mir jetzt Andreas Dick, der Spielertrainer des Arbeiter BC. Ihr habt 4:1 gewonnen. Wie bewertest du die Partie? Ich denke schon verdient, aber vielleicht ein bisschen zu hoch, oder? Ja, so sehe ich es ähnlich. Es war ein sehr physisches Spiel heute. Wir haben uns darauf eingestellt, dass der Gegner auch da schon seine Stärken hat. Und da galt es erstmal dagegen zu halten. Das haben wir gut gemacht. Wir gehen auch irgendwo verdient in der Halbzeitführung mit 2:0. Und dann haben wir gesagt, wir müssen auch hier jetzt gewarnt sein, den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen. Hat nicht ganz so geklappt. Mit dem Anschlusstreffer kam nochmal so ein Schwung, aber auch die Drangphase haben wir gut dagegen gehalten. Dann auch mit dem 3-1, sage ich mal, ist irgendwo geknackt gehabt. Das 4-1 hinten ist das Ticken zu hoch. Am Ende des Tages aber auch da, die 3 Punkte nehmen wir mit, damit sind wir zufrieden für heute. Trainer, hebt er, denke ich mal, normal nie gerne einen Spieler heraus, aber Almir Porcher ist schon eine Lichtgestalt für diese Rheinland-Liga, hat er 2 Tore gemacht. Wie wichtig ist er für eure Mannschaft? Er ist sehr wichtig, er ist auch ein Ausnahmespieler für die Rheinland-Liga, das wissen wir auch. Dementsprechend ist er unser Spiel auch, aber er funktioniert halt nicht nur alleine. Ne? Wenn man auch mal sieht, die anderen Tore, da sind auch die anderen Jungs richtig gut. Die da in Szene sind oder die ihn in Szene setzen. Ne, also es ist nicht nur so, dass wir alles auf ihn zugeschnitten haben oder alles nur über ihn läuft, sondern es ist auch immer eine Kollektivleistung bei uns. Waren ja wahnsinnig schwierige Wochen für Arbeiter, die gar nichts mit dem Fußball zu tun hatten, sondern mit der schlimmen Hochwasserflut. Jetzt habt ihr euch sportlich gut und schnell gefangen. Was ist von euch noch zu erwarten jetzt in den nächsten Wochen? Das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch ein bisschen zu früh für mich. Wir sind erstmal froh, dass wir geregelte Abläufe haben, dass wir nach und nach wieder auch, wir hatten viele Verletzte jetzt auch danach, wieder mit dem Team haben. Das freut mich besonders auch, dass wir jetzt wirklich Schritt für Schritt gucken einfach, was drin ist in der Liga. Ne? Also ich kenne die Liga auch nicht persönlich so gut, von daher müssen wir uns da auch so ein bisschen was finden. Aber wir sind nicht diejenigen, die jetzt sagen, wir fahren irgendwo hin, um nicht auch 3 Punkte zu holen.